herzlich willkommen hier auf Stempelharmonie. Ich habe zwei neue Weihnachtskarten für euch. Sehr süß geworden, wie ich wieder finde. Und wie ich die mache, das seht ihr jetzt. So, wie immer, die Karte, Grundkarte 10,5 auf 4 Länge und gefällt es bei 14,85. Dann ein Aufleger, das ist auch einer wieder aus den älteren Stamping Up Designerpapieren 15x15 gewesen. Aber wie ich schon in den anderen Videos gesagt hatte, das Designerpapier ganz mein Geschmack ist, wirklich, wirklich toll. Da gibt es ganz, ganz tolle Strukturen und so weiter und in der Form und so weiter und Linien und auch Holz und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich klasse. Also ich habe das schon so gut wie aufgebraucht, deswegen muss ich jetzt damit vorlieb nehmen. Das kleben wir auch gleich mal an. Also es hat genau dieselbe Maße und das klebe ich jetzt mal an. Welchen Farbkarton ist dann quasi total egal. Ja, mit ganz normalen Allzweckkleber, Mehrzweck, Alleskleber oder wie auch immer der heißt, Tombow halt, reicht ganz dünn. Wenn er hier mal will, so wie ich will, der stand nämlich, das muss erstmal alles runterrutschen. Das stand nämlich die ganze Nacht lang dran. So. Dann hier passend. Und ich mache das immer so, dass ich mir das so hinlege und so ein bisschen klopfe, damit ich genau die Maße halt habe und nicht mehr so viel hin und her rutschen muss. So, dann haben wir das. Dann können wir das hier erstmal zur Seite legen. Dann haben wir ein Stück, das ist auch 10,5 in der Breite und in der Länge habe ich es auf 12,5 gemacht, aber ihr könnt natürlich die Länge euch wie ihr möchtet. Ich habe es halt ein bisschen kürzer gemacht, damit es so aufliegt und nicht komplett die Karte bedeckt, sondern dass man hier oben noch schönes Muster halt sieht. Und das werden wir uns jetzt zuerst mal prägen. Dazu nehme ich mir wieder eine Unterlage. Ich nehme mal die andere Seite. Ach, sieht auch nicht besser aus. Und zwar hier so oben in der Ecke. Und zwar mit dem Stempelset Friedvolle Zweige. Dann nehmen wir uns, welchen habe ich? Ich glaube den großen. Den großen Zweigenstempel. Und das ist dieser hier. Was ich benutze, ist auch alles unten in der Infobox und ihr könnt alles bei mir bestellen. Setzt das hier so ein bisschen weiter nach unten an. Weil hier kommt nachher allerhand noch drüber, dann würde man die Zweige nicht mehr sehen. Deswegen setze ich das so weit unten an. So, und das wird dann geprägt mit, nee, nicht Gold, mit Silber. Weil es wird diesmal, die ich gerade mache, eine Herrenkarte. Und da finde ich Silber schöner. Für da nehme ich immer gerne Gold. Aber jedem, wie er es mag natürlich, ne? So, hier oben sind ein paar. Genau. Und dann kann das quasi wieder zurück ins Töpfchen und dann wird das erstmal heiß geprägt. So, wenn das fertig geprägt ist, dann sieht es so aus. Richtig schön glänzend. Ich habe gar nicht gesagt, dass das Pergamentpapier ist. Ja, also Pergamentpapier von Stamping Up. Total hübsch. Dann habe ich einen Streifen. Der ist 1 cm mal 10,5, also volle Breite, in Wildleder. Und dann noch ein Streifen, der ist 0,5. Den muss ich mir noch dann hinschneiden. Also der wird dann auch 10,5 breit in Schwarz. Die klebe ich mir schon mal auf. Und zwar sind die dafür da, um die Kante schön abzuschließen auf der Karte. Und damit man überhaupt das Pergament angeklebt kriegt. Weil wenn man halt das mit Kleber irgendwie aufklebt, dann würde man das auf dieser Seite halt sehen, dass da drunter dann Kleber ist. Und deswegen braucht man meistens, natürlich kann man irgendwelche Techniken anwenden und dann ist es nicht mehr so, aber die habe ich mir gerade nicht rausgesucht. Und deswegen braucht man meistens eben ein Stück quasi zum Verstecken. Ne? Und das ist dann quasi meine Kante hier. So, dann den schwarzen Streifen, den setze ich mir hier drunter an, aber vorher lege ich mir noch hier so ein silbernes
oben drüber. Genau. Das ist hier eigentlich nur Geschenkpapier. Wer ein silbernen Farbkarton hat, der kann dann den nehmen. Das lege ich mir darüber hin. Dafür nehme ich aber Abreißklebeband. Das macht sich, finde ich, jetzt so dafür besser. Außerdem hat es so gut wie dieselbe Länge und wenn Breite. Und wenn nicht, dann wird halt der schwarze Farbkarton, der schwarze Streifen dann noch mit angeklebt. So, erstmal so. Geht halt dann auch ruckzuck. Und ich nehme nicht die glitzernde, sondern diese Seite, weil ich das schöner finde für einen Mann, dass es ein bisschen schlichter ist. Nicht ganz so bling-bling-mäßig. Ich glaube, da ist auch jeder Mann dankbar. Und so wird das hier ab. Hier sieht man ganz gut, wie das dann aussehen würde, wenn man es ankleben würde, ohne zu verstecken. So, und darüber mache ich den schwarzen ganz normal mit Flüssigkleber. Könnte ich jetzt auch das Abreißklebeband nehmen, aber nö, das spare ich mir dann für Sachen wie das mit dem silbernen Band. Halt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das soll ja hier unten ran. Nicht schlimm, wischen wir ab. Jetzt nehme ich mir einfach mal hier so eine Wipes. Wischen das wieder ab. Und dann kleben wir das da drunter. Na gut, dann nehme ich doch das Abreißklebeband. Dass sich das dann ein bisschen besser macht. So. Dann kann der dahin. So, und das wird dann hier jetzt abgeschnitten. Zack, schnell gemacht. Das, was jetzt hier übersteht, das schiebe ich mir jetzt einfach so ein bisschen hier drunter. Da ist jetzt noch ein bisschen Band übrig, bisschen Klebeband. Ah, das kriege ich schon noch versteckt irgendwie. So. So, und hier drüben kommt ja eh noch was hin. So. Dann mal gucken, was ich dann brauche. Das ist das. Fuck it, ey. So, falls ich was falsch gemacht hatte, so muss es dann aussehen. Dann können wir das rein theoretisch schon auf die Karte bringen. Ich habe mir das schon vorbereitet mit Abstandhalter oder aus Stamping Dimension jetzt. Könnte man nehmen denn dafür? Die sind halt schon fertig gestückelt. So, und das kommt hier, wird jetzt angelegt hier unten. Sodass da oben, wie gesagt, ein Stück frei bleibt. Genau. So, das kann dann weg. Und dann wollen wir noch was stempeln. Da habe ich jetzt einen flüsterweißen Karton, weil mein Hintergrund hier eben flüsterweiß ist. Und damit es schön zusammenpasst, nehme ich jetzt auch den flüsterweißen Karton. Ich zeige euch gleich noch eine Karte. Da habe ich es halt anders gemacht und eben auch geguckt, wie mein Hintergrund ist und die Farben dann daran angeglichen. Seht ihr denn gleich? Und hierfür nehmen wir jetzt das Set. Oh, wo ist es? Wo ist es? Und zwar vom Blühende Weihnachten, auch aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Dieses hier: Viel Freude und Segen zu Weihnachten. Das für Sie will ich nicht dabei haben. Das mache ich gleich, lasse ich dann aber weg. Das Stempel ist so, also viel größer als hier drauf zu sehen. Und den will ich auch embossen, auch in Silber, passend halt zu dem, was wir hier eben auf der Karte schon Silber embossed haben, ne, damit es auch wieder zusammenpasst. Deswegen wieder Embossing Buddy.
Und dann Voldemort. Ich habe alles schon wieder weggepackt. Clever. Ups. So, man könnte jetzt natürlich hier den Voldemort-Stift nehmen und alles abstempeln, also alles überall Farbe halt drauf machen, außer hier unten das für sie. Aber ich mache das jetzt so, ich mache mir die Mühe jetzt nicht. Ich setze es schon so an, dass ich sehe es ja, ne, dass ich eigentlich nur das, was ich brauche, mit Voldemort halt betupfe quasi. Aber falls halt hier unten jetzt noch was drauf wäre, nehme ich hier ein Stück Washi-Tape und klebe das einfach darüber. Und klebe mir das so an den Block ran, sodass es auch nicht abgeht. Und dann kann ich das stempeln und habe das für sie nicht drauf. Sieht man das? Ja, so leicht. So, das kann dann wieder weg und dann wird das wieder mit Silber embossed. Nee, das ist Kupfer. Was macht denn das Kupfer hier? Wo ist mein Silber? Da ist mein Silber. So. So sieht's denn aus. Voll schön. So. Und dann derselbe Vorgang wie vorhin. Jetzt mit einem Heißluftföhn. So, ich habe es halt fertig embossed, ne? Sieht schön glänzend aus. Und gleichzeitig schon mal durchgekurbelt durch die Stanzmaschine. Durch die Big Shot. Und zwar mit der Stanzform vom Nordpol. Diese hier, die ist da eben in den Set mit dabei. Brauchen wir auch gleich nochmal. So, ich mache mir das immer mit dem Washi-Tape. Ich habe zwar na, sag schon, die magnetische Platte, die ist echt zu empfehlen, weil dann klickt man das drauf und es bleibt, also man legt das, die Standschablone dann auf die Platte und es bleibt, wo es ist. Also dann braucht man keinen Washi-Tape, es bleibt alles an seinem Platz. Aber da ich so viel jetzt in meiner Produktion mit Embossing Fuldern mache, muss ich immer hin und her tauschen, die ganzen Platten, weil da kann ich die ja nicht drin lassen. Deswegen habe ich die jetzt so gelassen, wie sie ist und mache das dann eben schnell mit Washi. Ja, sieht schön aus. Passt gerade so, also das N passt nicht ganz drauf und das W ist gerade so in der Perforierung noch mit drin. Aber so finde ich das trotzdem schön. Es reicht. So, und zusätzlich brauchen wir noch diese kleinen Zweige hier. Hier sind zwei kleine drin, in verschiedenen Richtungen gehen die und ein großer. Und da habe ich hier Savanne genommen. Das ist Gartengrün und das ist Waldmoos. Und genau, die drei. Und dann noch aus dem Set zauberhafte Zweige. Diese hier. Also hier habe ich einmal in Wildleder, die habe ich mir schon vorbereitet mit Stamping Dimension jetzt. Und diese hier auch wieder in Savanne passend zu dem Zweig. So. Und dann kann das alles aufgeklebt werden. Zuerst einmal diese hier. Einfach mit Flüssigkleber wieder. Ich gehe so ein bisschen am Rand. Wirklich nur so grob rüber. Da, wo der Kleber halt sitzen bleibt. Dann nehme ich mir das hier immer so ein bisschen in die Hand und schiebe das so dahin, wo es hingehört. Weil das eine komplette Mattung, also das Oberteil passt direkt auf das Unterteil. Sehr, sehr hübsch. Und hier nochmal genauso. Mit den kleinen. Man kann natürlich andere Farbkombis nehmen. Viele nehmen auch Espresso unten drunter. Aber ja, dadurch, dass mein Streifen, also da haut das nämlich auch wieder hin mit der Farbe, mein Streifen, den ich da gewählt habe auf der Karte, dieser hier, auch Wildleder ist, habe ich eben Wildleder genommen. Damit das auch wieder hinhaut, ne? Also, ja, so. So, der hier kriegt jetzt auch noch so einen Kleber hinten drauf. Oder zwei.
komme dann hier so mit drauf. Und dann setze ich das alles auf die Karte. Wenn es dann will hier. Vorher gucke ich halt, wo ich das so haben will. Irgendwo hier so in die Ecke. Und meine Zweige sollen hier auch noch ein bisschen vorlugen. Womöglich noch ein bisschen festgeklebt werden. Irgendwie ist das hier ein bisschen verkantet. Nicht richtig draufgeklebt oder so. Weil sich das hier ein bisschen blättert, ein bisschen wellt. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann ruhig so den einen ein bisschen weiter runter, den einen ein bisschen weiter nach oben. Und da dann noch der dritte Zweig so dazwischen, damit das alles so ein bisschen ausgefüllt ist. Was nachher immer noch zu verschieben geht, das klebe ich dann nochmal anders fest. Aber so mache ich erstmal das dahin. Und den dann daneben. Komm her hier. Der wird hier so dazwischen geschoben und der kommt da drunter. So. Dann alles festdrücken und was jetzt hier rausflutschen würde, das wird dann einfach wieder angeklebt. Aber es scheint alles festzusitzen. Ansonsten dann einfach so ein bisschen umdrehen und so an den hintersten nochmal einen Tupfer rauf, weil jetzt sieht man ja nichts mehr von hinten. Also sieht man ja nichts, was da festgeklebt ist. Brauchen ja nicht auf die Rückseite gucken von dem Stück Pergament. Und das mache ich hier vorsichtshalber auch mal rauf. So, aber das ist mir noch ein bisschen zu nackig. Ich will zwar für die Herren immer nicht so viel Glitzer und Bling Bling machen, aber ich finde immer für die Herren so eine Halbperlen ganz schön, weil die halt matt sind, nicht so dolle glänzen. Und da gucke ich mal, was ich da am besten nehme. Die schwarzen auf jeden Fall. Und vielleicht noch die silbernen. Würden auch ganz gut passen. Vielleicht mache ich doch ein paar Glitzersteinchen dann noch damit hin. Oder doch ein paar grüne. Na, ihr werdet es gleich sehen. So sieht es erstmal bisher aus. Also ich habe mich nur für schwarze und grüne entschieden. Und damit es noch ein bisschen weihnachtlich aussieht, habe ich mir hier so ein Mini-Schleifchen gemacht in Rot-Weiß. Und das gibt so den bisschen weihnachtlichen Touch. Und habe dann hier die Mini-Glue-Dots. Oder sind das nur Glue-Dots? Mini-Glue-Dots. Gibt es die überhaupt eine andere Größe? Ich glaube nicht. Und setze mir das hier hinten hin, so in die Ecke. Dann sieht auch dieser Teil noch mal ein bisschen hübscher aus. So. Und fest ist sie. Also ganz easy peasy angeklebt. Nicht sichtbar. Und dann wäre sie auch schon fertig. Sieht doch echt süß aus, oder? Also ich finde sie toll. So, und hier gibt es jetzt das Pendant dazu. Oder wie man das richtig sagt. Keine Ahnung. Das habe ich halt auch mit so einem Papier aus diesem Block gemacht, wieder Designerpapier. Das ist eben Vanille pur und Sahara-Sand und deswegen habe ich eben auch hier dieses Label in Vanille pur gewählt und das hier in Sahara-Sand, also den Streifen. Ich habe Wildleder genommen, weil auch hier meine Zapfen der Hintergrund im Wildleder ist, aber oben drüber ist wieder Sahara-Sand, so wie hier. Dann habe ich Gold gewählt, weil für eine Dame nehme ich halt gerne Gold. Dementsprechend auch ein goldenes Band. Hier habe ich das diesmal mit Glitzer genommen. Ich hätte auch die andere Seite nehmen können, die wäre dann genauso Gold gewesen. Habe dann dieselben Zapfen genommen, außer nicht, also hier diesen lang, den habe ich ja in Savanne auf dieser Karte und auf dieser Karte habe ich ihn wieder in Sahara-Sand. Also alles so farblich wieder gleich gehalten. Und damit ihr wieder ein bisschen mehr nach Weihnachten aussieht, durfte die Schleife halt nicht fehlen. Und hier habe ich mich eben für goldene und rote kleine Glitzersteinchen entschieden. Und das sind dann meine beiden Kärtchen. Ich hoffe, sie gefallen euch und ich habe noch ganz, ganz viele weitere Ideen. Deswegen abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Unten in der Infobox findet ihr alle Produkte, die ich verwendet habe.
und freue mich über ein Like oder Kommentare, was ihr anders gemacht hättet vielleicht. Und dann sage ich Tschüss.